Hallo und willkommen bei heutigen Video von mir. Ich freue mich hier, euch begrüßen zu dürfen und bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Heute zeige ich Ihnen, wie man diesen Loop zusammennäht, nach einer Anfrage von meiner lieben Kundin. Und zwar, die komplette Video findet ihr in der Beschreibung. Ich verlinke den Link dazu. Aber heute werden wir nur noch den Loop zusammennähen. Wie folgt. So, jetzt habe ich mein ganzes Loop zusammengestrickt aus einem Knäuel Harmonie. Und so sieht es aus. Ich empfehle euch, nach dem Stricken einfach den Loop auseinander in die Länge ziehen. Dann die Maschen sind gleichmäßiger werden. So sieht das aus. Also ich mache es auch automatisch, wenn man den Loop anziehen möchte. Und so. Jetzt müssen wir eigentlich zwei Seiten zusammenlegen, parallel, ohne irgendwas zu verdrehen. Einfach schön parallel zusammenlegen. Das ist eine Seite. So sieht das Muster aus. Finde ich sehr klasse. Das ist jetzt die andere Seite. Eine Seite wird etwas straffer, also die Endseite, Ende der Seite. Und die andere Ende der Seite wird etwas flexibler. Macht nichts, das ist wegen diesen Maschenaufnahmen oder Maschenabgeben abhängig. Aber das macht überhaupt nichts. So, jetzt habe ich meinen Endfaden übrig gelassen. Und mache ich folgendes. Wie gesagt, einfach schön zusammenlegen, parallel zueinander. So, dann nehme ich den Häkelnadel 5,5 mm. Man kann natürlich auch kleinere nehmen. Wichtig ist dabei, nicht zu fest den Faden häkeln. Also muss man eher lockere häkeln oder wenn ihr mit einer Nähnadel zusammennäht, dann auch nicht so festziehen. Auch beachten auf diesen Zopfmustern, also nicht Zopfmustern, sondern diesen Reihen, damit die parallel zueinander bleiben. So, jetzt beginne ich mit dem Nähen sozusagen mit einem Häkelnadel. Ich lege einfach schön aufeinander beide Seiten. Ein bisschen kann man auch achten, damit diese Maschen auch gleichmäßig zueinander schauen. Und dann, ich stecke meine Häkelnadel einfach in nächste Masche. Und auf der anderen Seite suche ich auch eine Masche, die als nächstes erscheint. Jetzt ziehe ich den Faden durch und mache ich einfach wie eine Kettmasche. Ich häkle einfach wie Kettmaschen ab. Nächste Masche. Dann auf der anderen Seite, da ist die wichtig, ist auch die Maschen auf beiden Seiten zu erfassen, damit es der Naht schön stabil bleibt. Und so weiter häkeln wir oder vernähen wir sozusagen unser Loop. Das ist sehr, sehr einfach, überhaupt nicht schwer. Wichtig ist nicht eng zusammenziehen, eher lockerer. So, jetzt suche ich noch eine Masche. So, dann diese hier, wenn es zu sehr weitere Löcher sind sozusagen. Dann muss man nicht unbedingt da reinstecken, lieber in die engere Maschen.
Teil zu Häkelnadel zu stecken, damit es wirklich der Naht schön stabil bleibt. So. Ups, da habe ich meinen zweiten Faden mitgenommen. So, dann mache ich mal da rein. Wie gesagt, ihr könnt natürlich gerne auch mit dem Nähnadel zusammennähen. Das vielleicht wird noch leichter, aber ich mache es gerne mit einem Häkelnadel. So und so. So suchen wir noch eine Lücke, wo wir den Häkelnadel reinstecken können. Manche Stellen sind, wie gesagt, durch das Abgeben der Maschen können etwas mühsamer sein, aber das geht alles eigentlich sehr, sehr schnell und einfach. So. Und so weiter machen wir es bis Ende der ganzen Seite. So sieht das aus. Der Naht ist schön stabil, bleibt wirklich bombenfest. Und ja, dann mache ich es einfach weiter bis Ende der Reihe. Wichtig ist auch immer ab und zu zusammenlegen, damit die Seiten nicht sich verrutschen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Mache ich mir noch ein paar Stiche und dann ist mein Naht fertig. So. Und so. Und das letzte Stich mache ich wirklich ganz an die Randmasche von beiden Seiten. Mache ich schön zusammen. Nähen und Endfaden zusammenziehen. Dann diese Endfaden kann man zusammen noch binden und ein Stückchen in der Naht verschwinden lassen, den Rest einfach abschneiden. Aber das macht ihr, glaube ich, selber. So sieht das aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auf der anderen Seite. Den Loop kann man natürlich zweimal umdrehen um den Hals. Und der Naht bleibt natürlich hinten am Hals, sieht man gar nicht. Also ich finde das Muster mega, mega schön. Ich bedanke mich bei einer Kundin, die schon drittes Loop bestellt bei mir. Übrigens, ihr findet auch alle meine Stricksachen auf Bariwohl Online-Shop-Seite. Freue ich mich sehr. Und bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt oder Wünsche, schreibt einfach schön in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und für heute, das war's. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.